grüß euch zu dem Video. Richtig toller Skitourenklassiker machen wir heute, und zwar aufs Campe. Das ist da hinten oben zwischen Annaberg und Fützmoos. Traumtour. Und heute haben wir Vierenpulver mit dabei. Die Anna, die Elisabeth, der Konstantin und der Thomas. Viel Spaß mit dem Video. Die Skitour aufs Campel ist eine Tour, die sich definitiv für Skitourenanfänger eignet. Von Nicht-Ortskundigen wird der Gipfel oft fälschlicherweise als Campel-Brunnspitze bezeichnet, der sich jedoch neben dem Campel befindet und nur durch Kletterei im brüchigen Fels bestiegen werden kann. Start dieser oft begangenen und meist gespurten Tour ist der Parkplatz Mauerreit in Annaberg-Lungötz. Über uns wird da gerade Spitzkernmassaker veranstaltet. Normalerweise gehst du auf Hirre. Zuerst geht's mehr oder weniger einer Forststraße entlang, bis man im freien Gelände ist. Ab nun hat man zwei Möglichkeiten. In diesem Video stelle ich euch die schönste Variante aufs Campel vor. Nach der Forststraße gehen wir Richtung Maralm. Und von dort queren wir südseitig die steilen Hänge vom Loseck, das wir schlussendlich auch besteigen. Konstantin, was haben wir heute? Ja. Pulver? Nicht ganz. Vieren? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir da am Loseck hier oben. Kurze Abfahrt mit Felle. Dann geht's zum finalen Gipfelaufstieg. Da vorne ist schon unser Ziel. Von Loseck geht es über einen Verbindungsgrat zu einer markanten, einsamen Hütte. Wow! Voll! Hallo? Hallo, von nun an logisch immer weiter aufwärts, bis wir auch schon unser Gipfelziel erblicken. Bei ein paar Stellen sollte man die Spitzkerntechnik gut beherrschen, da unter uns Felsabbrüche sind und ein Absturz tödlich enden würde. Vollendet wird die Tour mit einer genialen Abfahrt durch ein südwestseitiges Kar, das bis zur Sulzkar-Hütte führt, von wo wir wiederum einen kurzen Gegenanstieg auf den vorhin erwähnten Verbindungsgrat haben. Der Rückweg führt dann über die Langfeldhütte vorbei. Ja, am Gipfel sind wir eh schon oben gewesen, Konstantin und ich. Gefilmt habe ich nichts, weil drüben ziemlich viel los war. Wir vollenden jetzt die Runde und fahren da in den wunderbaren Westhang rein und machen dann sozusagen die Runde fertig. In dem Sinn viel Spaß mit der Abfahrt. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen, wenn du keine künftigen Videos mehr verpassen willst. Alle weiterführenden Infos findest du in der Videobeschreibung. We'll be right back.
gut, gell? Voll geil, gell? Voll geil, gell? Das ist ein Wahnsinn. Geil ist zum Fahren, das ist so Wahnsinn. Mega geil. Ein bisschen musst du da nachher dritteln, da kannst du einmal schön hoch rumfahren. Ah, ja. Und da vorne ist nachher nicht das. Ah, ja. Das sind so 50 Höhenmeter. Alternativ könnte man jetzt ganz runter bis zu der Alm fahren und nachher rauffahren, aber ich glaube, das sparen das wir uns. Ja. Richtig, ja.